Das letzte Mal bei Alien Isolation. Aus! Aus, Fasso! Aus! Und so geht's weiter. Willkommen zurück zu Alien Isolation. In der letzten Folge wurden wir verraten, aber ich sag ja immer, hey, nehmt das Ganze mit Humor. Und deswegen lese ich euch jetzt einen Witz aus die Witzrakete vor. 777 Witze, gesammelt und gezeichnet von Erhard Dietl. Dietl? Der Name ist ja schon ein Witz. Lesen wir uns mal einen Witz davon vor. Pass auf, ruft der Meister seinem Lehrling zu. Nicht den Strom einschalten. Ich sitze noch in der Zentrifuge. Ja, man sollte aufpassen. Als Lehrling weiß man noch nicht Bescheid und weiß zum Beispiel nicht, dass Elektrizität vielleicht den Meister töten kann. Apropos töten, wir haben in der letzten Folge eigentlich Roboter hier drüben verbrannt, oder? Jetzt sind die nicht da. Oder die Maus ein bisschen schneller? 1100 dpi. Thank you. I will now go to the right side. So, in der letzten Folge wurden wir verarscht. Und Colleen. Oh, no. Wir haben keine Munition für die Pumpgun und die Roboter leben wieder? Was läuft denn hier falsch? Ach, guck mal, der hat mich nicht gesehen und genannt. Und im richtigen Moment geht er weg. Super. Upsi. Let's go. Okay, wir haben es geschafft. Einige finden ja, hey, dass es irgendwie jetzt viel zu simpel ist, beziehungsweise der Spielstil gefällt dir nicht. Durch den Flammenwerfer können wir jetzt dem Alien Angst machen und so. Mir wurde aber auch schon gesagt, spar lieber. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen sparen. Ich habe schon so eine Ahnung, dass ganz viele auf mich zugeflogen kommen irgendwie. Diese kleinen Händchen, die einen verwandeln oder so, oder ihre Eier reinpflanzen. Ich kenne mich nicht aus mit Aliens. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Und nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich... Ja, Moment, kannst gleich weiterlabern. Ich habe mich ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Let's go. Ja, aber ich denke mal, wir werden immer noch Angst haben und, man kann sich nicht immer nur verstecken, man muss sich auch wehren. Ich meinte, man kann sich nicht immer verstecken, man muss sich auch wehren. Oh shit, das Alien kann ja nicht mehr hier sein. Da hinten sind die Typen, scheiße. Menschen, ein viel größeres Problem. Alles mitnehmen ist auf... Alles aufnehmen ist er, aber wir sind voll, alles klar? Scheiße, wie kommen wir denen jetzt vorbei? Kann ich da einfach jetzt so lang? Hey. Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Sie sollten lieber Abstand halten. Hauen Sie ab. Oh. Ist das der Stromgenerator? Nein, das ist Nono aus Teletubbies. Moment mal. Komponente einsammeln. Okay, der will uns Böses. Go, weg hier. Alles klar, das heißt, wir müssen jetzt den Strom einschalten. Ja, du sagst mir, dass ich da hinten hin soll, aber... Tür verschlossen. Aber es geht nicht, Ripley. Wir müssen den Strom einschalten. Ich würde sagen, hier in der Rezeption, oder? War doch bestimmt ein Stromknopf. Der Stromknopf, wer kennt ihn nicht? Alles mitnehmen. Ja, ist gut. Scheiße, mir wird gesagt, ich soll da weiter hingehen. Ich hab Revolvermunition. Ein Schuss. Der muss sitzen. Ansonsten sehe ich hier keinen anderen Weg. Und das Ding zeigt uns, du musst hier lang. Verstehe ich nicht. Ja, will ich ja hier. Zack. Hey! Du weißt gar nicht mehr, dass ich hier bin. Hey, Nono. Ich nenne ihn Nono. Fährt der jetzt hier rein, rechts? Ja, tatsächlich. Ah, jetzt kann ich ihm folgen. Oh, du bist schnell. Alles mitnehmen. Ah, das ist dein Parkplatz. Okay. Sehr gut, Nono. Dankeschön. So hieß das der Staubsauger aus dem Teletubbieland. Ich weiß nicht, weil ich das weiß. Hab ich so aufgeschnappt. Hat meine kleine Cousine geguckt. Mhm.
Ziemlich dunkel, oder? Ich mag es aber, dass die Kopfhörer hell sind. So sieht es ein bisschen heller aus, das Bild. Ich mag die Kopfhörer. So ganz nebenbei, ohne dafür Werbung zu machen. Da, da, da. Wo sind wir hier? Und sind wir hier richtig? Ja. Bewegungssensor sagt ja. Ah, Bauplan eingesammelt. Okay. Wir müssen später mal angucken, was wir hier für einen Bauplan haben. Moment, ich würde gerne alles mitnehmen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was wir so alles bauen können. Rauchgranate, Blendgranate, EMP-Mine. Auf geht's. Ach, oh, hey, warte mal. Wir haben eine, oder was? Nee, erstmal hier bauen. So, einfach alles anklicken, sodass wir alles haben. So baut man heutzutage. Und man lässt nicht den Knopf los. Ah! Wisst ihr was, da wollte ich mal ganz kurz etwas bauen. Nein, es ist so umständlich. Man darf nicht mal den Knopf loslassen, um sich am Bein zu kratzen. So, keine EMP-Granate für uns. Übrigens, EMP, ich habe einen neuen Pullover. Grün. Ich trage immer nur schwarz. Heute bin ich etwas gewagt. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Was geht ab mit den Androiden, ey? Ich habe das Gefühl, die werden gesteuert von irgendjemandem. Der Typ, der uns auch verraten hat. Warum sollte er es nicht tun, hä? Auf jeden Fall unser Vertrauen hat er nicht mehr. Unser Vertrauen hat er nicht mehr. So, ja, ich würde gerne speichern. Danke. So, und weiter geht's. Ich kann den Flammenwerfer nehmen, weil damit hatten wir irgendwie den besseren Erfolg. Wupp, da. Falls es dazu kommt. Flammenwerfer. Nice für Munition. Darauf habe ich gehofft. Wir müssen wieder zurück. Ja, tatsächlich. Wir müssen wieder zurück. Hä? Und jetzt müssen wir wieder zurück. Wir müssen hier unten hin. Okay, gut. Ich habe schon geahnt, dass wir hier hin müssen. Ey, wisst ihr, was gruselig wäre, wenn jetzt hier so ein Roboter einfach rein krabbelt? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Ich hoffe doch. So, jetzt sind wir hier aber richtig. Rausklettern. Yep. Was für Schuhe haben wir eigentlich an? Moment, wir hatten doch hier Schuhe, oder nicht? Hey. Zweimal müssen wir es machen, oder? Ja. Yep. Wir hatten noch ganz am Anfang, hatten wir unsere Schuhe gesehen. Hey. Beziehungsweise Füße. Warum sehe ich die jetzt nicht mehr? Wir konnten noch so schön Fußball spielen. Ah, jetzt geht's. Super. Fuck. Aha, nein, versteck dich. Das ist schon mein Versteck. Das gibt's nicht. Das gibt... Verzieht euch! Ah! Geradeaus! Das ist jetzt aber ein bisschen blöd, dass die mich gesehen haben. Eigentlich geht das nicht. Eigentlich ist das unfair. Wir müssen uns beeilen. Go, 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 go. Ich wollte eigentlich den Elektroschocker nehmen, aber... Der hat ihn mir nicht angezeigt. Da! Oh, fuck. Sackgasse. Soll ich das hier öffnen? Ah! Sehr gut. Nichts, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Oh, es geht auf. Sie reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Los, erschießt sie! Nein, nicht mich, bitte. Kämpft gegen die da. Haltet sie mir vom Leib. Los, schneidet sie ab. Wir sind hier sicher. Können Sie die öffnen? Mach. Gesichter, ihr Mörder! Lasst sie in Ruhe! Bleib zurück! Scheiße! Nein!
Ich habe gleich keine Munition mehr. Okay, er hat mich erledigt. Du strapazierst meine Geduld, du Penner! Ja, wenn gleich noch einer kommt, bin ich am Arsch. Wenn gleich noch einer kommt... Pausiert das Spiel eigentlich? Nein, ich kann kein Medikit machen. Ich gebe dir gleich einen Sicherheitsverstoß. Ich soll jetzt hier hin? Ja, ja, versuch's nur. Da lang. Oh Mann, ich habe keine Zeit, das Medikit herzustellen und es zu nehmen. Wenn mich jetzt einer kriegt, bin ich am Arsch. Oh, leider keine Munition für die Schrotflinte oder so. Eieieiei, Karamba, bitte lass mich in Ruhe, du. Geh auf. Das ist eine Kamera? Ja, melde das doch, du Petze. Rand. Yes, ist zu. Moment. Nein! Geh auf! Ich muss hier gar nicht hin. Ich muss hier gar nicht hin. Okay, du kannst bis zu 2000 irgendwas 10 Grad standhalten. Okay, interessant. Wirklich sehr. Jetzt sagt man doch, ich muss da lang. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist es Doug Heffernan? Doug Heffernan hier, ne? Kevin James hier, mein Lieblingsschauspieler übrigens. Wenn es um Comedy geht. Den mag ich sehr. Ich glaube, das ist er. Verstellt ein bisschen seine Stimme, um nicht da ganz zu reden. Medikit. So, heil dich, Alter. Alles klar, jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Mir wird gesagt, ich soll hier hoch, aber dann auch wieder nicht. Ach so, hier ist noch eine Tür. Ah! Natürlich knallen mich ab! Wollt ihr mich verarschen, ey? Scheiße. So, warte, ich komme gerade durcheinander mit den ganzen Knöpfen, ich bin überfordert. Rauchgranate. Gerät gebastelt. Nein, verdammt. Da. Hi! So nebenbei, wollt ihr mich töten eigentlich? Bitte lass mich speichern, bitte lass mich speichern. Was ist los? Aufs Maul? Bitte, go. Ah, ist das anstrengend, diese blöden Arsche. Ich mach einen Wallhack. So, du tust mir nichts, ne? Alles klar, perfekt. Vielleicht haben wir hier noch Munition oder sowas. Habe ich hier alles mitgenommen? Weiß ich gar nicht. Ich nehme das so schnell mit. Pumpgun-Munition wäre vielleicht ganz sexy. So, jetzt mal gucken, ob wir hier was freischalten können. Wie immer. Tun wir so, als hätte ich Ahnung, was ich hier tue. Okay. Hab alles getan. Immerhin haben wir gespeichert. Ich bin beruhigt. Nur Schrott und so. Vielleicht kann ich Munition, vielleicht kann ich Kugeln basteln. Selbstgemachte Kugeln. Keine Ahnung, Papierknödel. Die tun schon. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es pures hier rumgelatschen und mögliches Ausweichen. Ich sollte nicht hier sein, ja? Ich soll nach hinten. Okay, warte mal, wir müssen erstmal den Typen hier. Komm, hoch mit dir. Kletter, bitte. Du kannst nicht klettern. Leck mich. Ich lass mir von einem Roboter nichts sagen. Ich muss anscheinend hier runter. Tja, verstecken geht gerade irgendwie schlecht, weil ich gerade von diesen Robotern gejagt werde. Ich weiß, vielleicht kann man hier schleichen, aber mir kommt es gerade so vor, als könnte man das nicht. Egal, bald werden wir schleichen können.
So. Mal Licht anmachen. Der Penner lebt. Und ich muss da durch. Ja, sehr witzig. Ich hab dich diesmal beachtet. Oh, geh auf, bitte. Komm schon, schnapp mein Bein. Ich kletter hier durch. Ha! Okay. Soll vielleicht den Flammenwerfer nehmen? Ich meine, da haben wir noch ein bisschen Muni. So, auf mit dir. Na, bin ich hier richtig? Sieht richtig aus. Hier könnte ich auf jeden Fall... Kann ich da wieder speichern? Da speichern. Ach, guck mal hier. Das ist da, wo wir waren. Ah, okay. Ist die Zelle von dem anderen Typen noch offen? Das werde ich gleich mal nachgucken. Moment, erstmal einmal speichern. So. Ja. Wisst ihr, da wo wir die Vergangenheit da gesehen haben. Wisst ihr was? Der saß ja hier drin. Kein Easter Egg? Leider nicht. Lass mal hier alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Da wird schon Munition drin sein, oder? Das sieht aber nicht so aus. Wird gesagt, ich soll da hinten hin. Diesen Durchgang echt? Ich brutzel dich, ne? Das ist mein Ernst. Du weißt schon, dass die beiden tot sind? Rips, sie sind alle tot. Ach, du bist mein Kollege. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Yes. Ich sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlowe getroffen? Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Wahrscheinlich ich haben wir gerade zurück, um Sie zu holen. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben gesagt, Ricardo, kannst du bitte hier aufpassen? Nein, das geht nicht. Ricardo, ich habe zwei Argumente. Okay, hast mich überzeugt. So. Okay, let's go. Let's do this shit. Nehmen Sie den Transit zum SkyMed-Turm, okay? Die Transiten sind ja irgendwo hier verteilt. Um sie länger aufzuhalten. Zurück an die Arbeit. Das würde ich auch sagen. Guck mal, wir schleichen. Guck mal, wir können schleichen. Ist das eine Tür hier? Kann ich da durch? Nein! Ich dachte, er guckt nicht hin. Da lang. Wollt ihr mich jetzt die ganze Zeit verfolgen? Ich könnte die Leichen durchsuchen, aber ich habe gerade keine Zeit. Oh nein, da ist noch einer. Oh fuck. Das ist echt schwer, gegen die anzukommen mit Schleichen. Das Alien hätte keine Probleme gemacht. Ah, hier sind die Transiten. Die Transvestiten sind hier. Ja! Hi. Oh, jetzt muss ich noch warten, bis die kommen, oder was? Ist das der richtige? Au! Nein, das tut weh! Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist der richtige. Komm, drück drauf. Renn! Rennen hat Unfälle zur Folge. Ja, wenn man seine Schuhe nicht zubindet, was? Deine Schuhe sind offen. Ja, verdammt, da fallen die nicht drauf rein. Sonst immer alle. Das ist die allerreichste Schütze der Reich. Ja, warte, kann ich hier schnell speichern? Oh nein! Ja. Kann nicht ja, es ist da. Ich will keine Munition an dem verschwenden, aber ich würde gerne hier in die Kiste reingucken. Und da. Ja, verdammt, habe ich alles mitgenommen? Nee, ich habe, glaube ich, alles geschossen. Ich werde ja, versuch's doch. Oh, das gibt's doch nicht. Geh doch schneller auf! Ey, wenn die jetzt mitfahren, ne? Das wäre nicht so cool.
Du hast doch gar keine Geduld. Du bist ein Roboter. Du kannst ewig auf etwas warten. So, wir fahren jetzt los. Ha! Sehr gut. Also ich will lieber das Alien wieder haben. Da habe ich besser geschlichen. Die haben viel zu gute Augen. Die scannen ja alles. Blöden Mistviecher. So, wo tauchen wir jetzt hier auf? Ansonsten haben wir wieder schon 20 Minuten gespielt. Ja, da ist ein Alien, ne? Gezeichnet hier links. Alien und so ein Typ. In so einer Maske. Achso, da geht's raus. Eigentlich. Ja. Ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Rip, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Ja, dann ist alles vorbei. Und apropos vorbei, wir speichern jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Mittlerweile ist viel Geschleiche. Ich habe auch schon gehört, dass das Spiel eigentlich schon früher zu Ende sein könnte, dass es sich am Ende zieht. Ich hoffe, wir werden davon nichts mitbekommen. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass die Roboter verdammt crazy drauf sind. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video. Ansonsten geht's morgen weiter mit Alien. Bis dann.